Herzlich willkommen bei Steilhang, dem Ski Austria Magazin. Es gibt wieder einiges zu berichten, von der Snowboard-WM bis hin zur nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Und darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Alex Hofstetter. Schön, dass du wieder da bist. Servus Kim, ich freue mich da zu sein. Es gibt sehr viel zu besprechen heute. Gibt's einiges zu besprechen. Was waren so deine Highlights in der letzten Woche? Wie du sagst, die Snowboard-WM war unglaublich. Nordische WM könnte ein bisschen besser sein, ein bisschen Pech gehabt. Und die Skifahrer sind auch auf der Zielgerade im Weltcup, da gibt es noch einiges abzustauben. Ich würde sagen, wir starten gleich rein, und zwar mit der Snowboard-WM in Rohglau. Da hat Benjamin Karl seine 5. WM-Goldene geholt. 10 Medaillen insgesamt, er ist damit der erfolgreichste WM-Athlet im Snowboarden aller Zeiten. Was sagst du zu der Leistung? Ein Rekord für die Ewigkeit wahrscheinlich, oder zumindest für einige Jahre wird das. Er hat wirklich hart auf das hingearbeitet, auf dieses 5. Gold, was ihn zum Rekordmann macht. Und bewundernswert, wie er seit 2009 war sein erster WM-Titel, wie er da bei Großereignissen immer abliefert. Ist natürlich kein Zufall und kann kein Zufall sein. Er hat ja bei Olympia auch schon 2 Medaillen und ja, der Mann für die Stunde X. Auf jeden Fall. Er hat im Finale mit 900stel Vorsprung gegen seinen Angstgegner, sage ich jetzt einmal, und Teamkollegen Andreas Promeger Gold geholt. War das so ein bisschen die Revanche für 2017 in Sierra Nevada? Ja, er hat ja auch, glaube ich, sich vor dem Start noch vorgenommen, dass er diesmal den Spieß umdreht, nachdem er schon 2-mal im Finale verloren hat gegen ihn. Und ich glaube, dass ihm der Andi das auch nicht wirklich krumm genommen hat und sich auch mit ihm mitgefreut hat. Wie ist das so zwischen Teamkollegen gerade auch, wie du gerade sagst, Andi Promeger, freut sich der dann trotzdem auch über die Silberne? Das ist ja trotzdem eine tolle Leistung. Natürlich, ich glaube, dass sie natürlich ärgerst du dich als Sportler, wenn du das Finale verlierst, aber ich glaube, in dem Fall war der Ärger relativ schnell verraucht und die haben das, glaube ich, gemeinsam genießen können. Wir haben noch eine 3. Medaille geholt. Julia Dujmovic hat die geholt nach ihrem Comeback. Sie hat eigentlich 2018 ihr Karriereende verkündet. 2020 dann ihr Comeback und das ist gelungen mit Bronze jetzt bei der WM. Was sagst du zu dem Comeback? Hat sie damit die Erwartungen übertroffen? Ich kann mich noch gut erinnern, wie sie in Südkorea da ihre Karriere für beendet erklärt hat unter Tränen. Und jetzt eben im Herbst wieder zurückgekommen ist und dass sie dann so schnell wieder da ist und sogar WM-Medaille holt, ist schon beeindruckend. Es ist überhaupt eine sehr schöne Geschichte, sie als Burgenländerin, der Benny Karl als Niederösterreicher, der Andi Promeger ist mittlerweile 40 Jahre alt. Also das sind drei sehr spezielle Geschichten und die von der Julia natürlich ebenfalls. Wenn man so ein Comeback ankündigt und dann gleich so zurückkommt, ist das schon wahrscheinlich auch für einen selbst was ganz Besonderes, oder? Da überlegt man wahrscheinlich auch hin und her, macht man es nicht? Oder wie glaubst du, war das bei ihr? Wie schätzt du das ein? Ich glaube, dass sie einfach, ihr Körper hat ihr damals gesagt, dass er eine Pause braucht. Und gerade sie ist jemand, die halt ihren sehr viel auf ihren Körper hören und den quasi wieder Vordermann gebracht hat. Und wie sie das eben abgeschlossen hat, diesen Prozess, hat weder das Alter noch die Snowboard-Klasse dagegen gesprochen, dass sie es eben noch einmal versucht. Also in Wahrheit war es die Restaurierung ihres Körpers und dann hat sie sich wieder fit genug gefühlt für Großtaten. Du hast das wunderschön übergeleitet. Wir haben nämlich mit Julia Dujmovic gesprochen und sie hat uns ganz persönlich über ihre Beweggründe erzählt. Die Entscheidung in Südkorea vor laufender Kamera, einfach zu sagen, okay, that's it. Ihr habt diese Entscheidung einfach nie hinterfragt und nie bereut und es war einfach unglaublich inspirierend, was die letzten 2 Jahre so passiert ist. Es war einfach nur ein Weg, um wieder meinen Körper komplett in Gleichgewicht zu bringen, beziehungsweise um auf allen Ebenen einfach zu heilen. Heute wirklich da ganz oben am Podium zu stehen und jetzt Gold in der Hand zu haben, das macht mich voll stolz. Wenn mir halt irgendwas abgegangen ist, so die letzten 2 Jahre, dann waren es vielleicht die Momente im Starthaus, wo man einfach weiß, okay, jetzt muss ich einfach am Punkt liefern. Ich werde natürlich
ja, alles, was ich machen kann, machen, damit ich in irgendeiner Form wieder dort anschließen kann, wo ich aufgehört habe. Aber mir ist schon bewusst, dass es ein Weg ist. Und genau der Weg inspiriert mich. Auch unsere ÖSV-Athleten sind gerade bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf erfolgreich unterwegs. Wir haben unter anderem schon Bronze mit der Mixstaffel im Skispringen geholt, Bronze im Teambewerb der nordischen Kombinierer und natürlich Gold für unsere Skispringerinnen. Und die wurden dann so in Empfang genommen. Bravo! Unsere ÖSV-Damen haben Gold geholt im Teambewerb. Eine großartige Leistung. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Die Ladies, die machen das Skispringen schon richtig interessant für Österreich. Die Mädels haben richtig abgeliefert, muss man sagen, und haben diese Goldene geholt, auf die wir gewartet haben und die wir uns erhofft haben alle. Und haben eigentlich für das Highlight bis jetzt aus unserer Sicht gesorgt. Es war ein absolutes Highlight. War die Goldmedaille für Marita Kramer ein bisschen ein Wermutstropfen? Sie war ein Trostpflaster im Nachhinein, muss man sagen, weil die Einzelkonkurrenzen sind ja leider wirklich von ihr mit großem Pech begleitet worden. Zuerst die Juryentscheidungen, dann die Witterungsbedingungen. Die junge Dame wird das wegstecken und wird das ganz sicher mehrmals noch nachholen, was sie da verpasst hat. Sie ist ja eigentlich als Favoritin in diese Bewerbe gegangen und man hat sie dann auch bei der Großschanze und auch bei der Normalschanze danach angesehen, dass sie sehr enttäuscht war. Zweimal viel Pech gehabt mit dem vierten Platz. Was sagst du zum Beispiel zur Juryentscheidung bei der Normalschanze mit der Verkürzung? Darüber ist viel gesprochen worden. In Wahrheit hat sie es eigentlich am professionellsten weggesteckt. Wir Journalisten haben dann natürlich lang herumgekocht, zu Recht, weil diese Entscheidung natürlich nicht nachvollziehbar war, aber sie hat es eigentlich trotz ihres jungen Alters wirklich am professionellsten und ganz schnell abgehakt. Wahrscheinlich im Hinterkopf nicht ganz, das ist wahrscheinlich noch viel länger drinnen im Kopf, aber vor der Kamera und in den Medien hat sie sich sehr professionell verhalten und hat gesagt, okay, das ist part of the game. Sehr professionell, und wenn man ihr zugeschaut hat und die Tränen in den Augen gesehen hat, hat man sehr mitgefühlt, ich zumindest, wie ich zugeschaut habe. Es war schrecklich, aber ich glaube, so bitter es auch ist, sind wir uns beide einig, vor allem wenn man auch an die Olympischen Spiele nächstes Jahr denkt, dass diese Frau noch ganz, ganz viel erreichen wird. Sie ist auch 19 Jahre alt. Mhm. Man kann es als ein bisschen Lehrgeld, es war Pech, aber auch Lehrgeld natürlich, dass man vielleicht in dem Alter noch zahlt. Und ich bin mir sicher, ganz allgemein, wenn man sich jetzt so anschaut, wie im Moment unsere Wintersportler abliefern, können wir uns nächstes Jahr auf Peking wirklich, wirklich freuen. Das könnten unglaubliche Olympische Spiele werden. Und ich hoffe, dass wir ziemlich genau in einem Jahr da sitzen und über eine echte Medaillenflut aus China berichten können. Hoffentlich dann auch bei Marita Kramer. Wir haben letztes Mal gesprochen, du hast gesagt, vier Medaillen gehen sich aus, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dass ich vier gesagt habe. Ja. Geht sich noch eine aus? Ich glaube schon. Also ein paar Chancen haben wir am Wochenende. Ich bin sehr gespannt aufs Schlusswochenende in Oberstdorf. Und ich glaube, ich traue unseren Skispringern ein bisschen was zu. Je nachdem, also die darf man nie abschreiben. Der 30er der Damen ist noch am Samstag. Also wir haben noch ein paar Asse im Ärmel, könnte man sagen. Eine Bronzemedaille haben sich auf jeden Fall unsere Kombinierer im WM-Teambewerb geholt mit Lukas Kreiderer, Mario Seidel, Lukas Klapfer und Johannes Lamperter. Und wir haben mit dem Jüngsten aus dem Team über seine erste WM-Medaille gesprochen. Alle, weil drei bringe ich zusammen oder so. Geht schon alle gleich auf drei. Eins, zwei. Also gemeinsam im Team das Bronzemedaille zu holen, ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Und ja, war ein sehr, sehr cooler Tag. Nichtsdestotrotz haben wir das Selbstvertrauen, glaube ich, jetzt alle mitgenommen für die große Chance und sind jetzt voll motiviert für einen Einzelwettkampf.
Besonders emotional bei der WM in Oberstdorf war auch ein Rücktritt, der bekannt gegeben wurde, und zwar von einem der erfolgreichsten österreichischen Kombinierer. Bernhard Gruber. Ein Großer, ein Held der Sportwelt tritt zurück und wir wollen uns bedanken für all die schönen Momente, die er uns beschert hat. Bernhard Gruber hat jetzt sein Karriereende bekannt gegeben und das nach einer zweiten Operation am Herzen. War es irgendwie vorherzusehen, dass das passieren wird? Ich bin froh, ehrlich gesagt, so wie viele andere, dass er jetzt diesen Schlussstrich gezogen hat. Er hat wirklich im Prinzip, er hat alles versucht. Es ist gut ausgegangen und er hat vor allem eine Karriere gehabt, die eben ihresgleichen sucht, muss man sagen. Also er hat auch wieder bei ein typischer Athlet, der bei Großereignissen immer da war, über viele Jahre uns quasi als Medaillenbank geliefert hat, einer nach der anderen. Und ja, er hat einfach wirklich für diesen Sport gelebt und hat im Prinzip wirklich bis zum Schluss alles versucht. Und ich bin jetzt froh, dass diese Geschichte so ausgegangen ist. Wie weh tut es einem Spitzensportler, wenn man wegen einer Krankheit oder einer Verletzung aufhören muss im Sport? Und nicht aus anderen Gründen, wie zum Beispiel einfach, wenn man keine Lust mehr hat, sage ich jetzt mal, oder weil es halt zu Ende ist. Wenn es wegen Krankheit und Verletzung ist, ist es schon nochmal einen Ticken schlimmer. Ich glaube, auch da muss man, ja, natürlich, ich glaube, man muss unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt. Wenn das gerade im Anfangsstadium der Karriere ist, dann ist es extrem bitter. Bei ihm ist es auch bitter. Aber er hat eine wunderschöne Karriere gehabt. Aber wirklich bitter ist es, wenn du quasi am Aufstieg bist. Und da gibt es auch genug Beispiele, die noch nicht im Rampenlicht waren, die noch nicht ihre Medaillen eingefahren haben und ihre Siege. Und wenn du dann so früh gebremst wirst, dann ist es natürlich noch bitterer. Jetzt ist es aber bei Bernhard Gruber wahrscheinlich dann die richtige Entscheidung gewesen. Definitiv. Also definitiv. Und ich glaube, dass er auch, wie man gehört und gesehen hat, mit sich sehr im Reinen ist. Ja, ja, und wenn man dir gerade zuhört, ich glaube, Österreich hat ihn noch sehr gut in Erinnerung. Er hat ja auch schon sehr viel erreicht. Er geht ja erhobenen Hauptes, sage ich jetzt einmal. Wenn du auf seine Karriere zurückblickst, was bleibt dir so am meisten in Erinnerung? Seine große Stärke bei Großereignissen, vor allem bei Weltmeisterschaften. Also das war immer sehr eindrucksvoll und da hat man sich auf ihn verlassen können. Wir wünschen Bernhard Gruber auf jeden Fall auf seinem Weg alles Gute. Und wir schauen jetzt zum Biathlon-Nachwuchs. Der hat in Obertiljach Station gemacht. Strahlender Sonnenschein und perfekte Bedingungen, so hat es bei der IBU Jugend- und Junioren-WM in Osttirol ausgesehen. Und wir haben die besten Bilder mitgebracht. We'll be right back.
Apropos Junioren-WM, bei der Junioren-WM der Alpinen in Bansko hat der Vorarlberger Lukas Feuerstein die erste WM-Medaille für den ÖSV geholt. Seine Worte zum bisher größten Erfolg seiner Karriere hören Sie jetzt. Ich freue mich brutal, dass ich das jetzt einmal so erreicht habe. Und ich glaube, es war ein super Tag für mich heute. War sehr wild, hat sich auch sehr wild angefühlt für mich. Oben weg war es relativ easy für mich so zum Fahren. Und dann ab der Schrägfahrt und Einfahrt steil lang, da war es nur noch zum Kämpfen. Und dann habe ich einige Fehler gemacht, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es sehr gut. Ja, also da jeder meldet sich, jeder freut sich bei mir, alle daheim, meine Verwandten, Kollegen und Sponsoren, alle melden sich natürlich und alle freuen sich. Und es ist echt mega. Von den Erfolgen bei der Junioren-WM schauen wir jetzt zum Speed-Weltcup der Damen in Val di Fassa. Da hat es einen Podestplatz für Österreich gegeben. Ramona Siebenhofer haben gerade einmal 200stel Sekunden auf den dritten Sieg ihrer Karriere gefehlt. Die Steirerin musste sich in der Abfahrt nur der Schweizerin Lara Gut-Berami geschlagen geben. Grund genug, sie in unsere Serie One Star, One Minute vorzustellen. Mein Name ist Ramona Siebenhofer, ich bin Skirennläuferin, ich komme aus der Steiermark, bin jetzt 28. Ich bin schon immer. Ich bin Skirennläuferin, weil es meine größte Leidenschaft ist und weil ich stolz bin, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann und weil der Wettbewerb einfach was ist, was mich kitzelt. Meinen ersten Sieg habe ich in Cortina gefeiert, also meinen ersten Sieg im Weltcup. Mein allererster Sieg, der war, glaube ich, beim Skischuhrennen oder so. Der beste Tag der Woche ist für mich der Samstag, weil da ist meistens die Abfahrt. Österreicher sind die besten Skifans, weil sie uns auch daheim vor dem Fernseher unterstützen, vor Ort die beste Stimmung machen. Und ja, man ist schon stolz, wenn man von so einer Masse dann abschwingen kann. Die Welt bedeutet für mich, gesund nach Hause zu meinen Lieben zu kommen. Meine Ziele sind, eine gute Performance abzuliefern, mein Potenzial auszuschöpfen und so oft wie möglich am Stockerl zu stehen. Bevor wir aufs kommende Wochenende schauen, machen wir noch mal ganz kurz einen Rückblick aufs vergangene Wochenende. Ja. Val di Fassa und die Herren sind in Bansko gefahren. Was waren so deine Highlights? Wir haben es gehört, die Ramona mit dem zweiten Platz hat sie sich wirklich redlich verdient nach dieser fünften Platzserie bei der Weltmeisterschaft in Cortina. Die Burschen auch aufs Podest gefahren in Bansko. Relativ überraschend, der Stefan Brennsteiner hat quasi gezeigt, was in ihm steckt. Er hat lange auf diesen Tag warten müssen, ist seit 2012 im Weltcup, war viermal schon mit einem Kreuzbandriss out, was unglaublich ist, hat schon einige Male überlegt, ob er es überhaupt bleiben lässt. Und wenn so einer nachher endlich am Podest steht, dann ist das einerseits zeigt das sein großes Kämpferherz und andererseits auch eine wirklich schöne Geschichte. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass der Riesentorlauf ja immer unsere große Problemdisziplin war. Und seit der WM schaut das halt ein bisschen anders aus. Der Blacky Schwarz ist zu WM-Bronze gefahren in Cortina, jetzt der Stefan Brennsteiner aufs Podest. Also auch da in unserer Problemdisziplin geht es eindeutig bergauf. Geht bergauf. Riesentorlauf haben wir jetzt auch am Wochenende in Jasna bei den Damen. Mädels, ja. Wie schaut es da aus? Können wir da auch was holen? Natürlich. Also die Frau Liensberger ist quasi nach ihrer kurzen Pause nach der WM wieder zurück auf der Piste. Bin sehr gespannt, in welcher Verfassung sie nach dieser WM ist. Ob sie quasi diesen Flow von Cortina bis hinauf in die Slowakei mitnehmen kann. Du hast ja gesagt, das war sehr besonders, ihr auch dort zuzuschauen, weil sie so gut drauf war. Ja. Schauen wir mal, ob sie das jetzt mitnimmt. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir hoffen es und ich glaube es auch. Also sie ist ja ich glaube, sie tut sich da auch nicht sehr schwer, weil sie halt vom Naturell einfach immer positiv. Sie hat einfach eine Freude an ihrem Job und das sieht man. Und ich glaube auch, Jasna wird das auch wieder zeigen. Im Riesentorlauf bin ich sehr gespannt, ob sie da auch wieder überraschen kann. Und im Slalom wäre es ja auch keine Überraschung, wenn sie aufs Podest fährt. Und da glaube ich, dass sie da wieder die zwei Großen ärgern wird. Also die Petra Vlhová ist ja dort quasi Lokalmatadorin. Die kämpfte noch um die große Kugel.
gegen die Lara Gutz. Also es ist wirklich extrem viel Spannung auch bei den Damen drinnen. Ja, und bei den Herren auch. Die Speedherren, die fahren jetzt am Wochenende und zwar in Saalbach hinter Glemm. Die sechste Alpinstation in Österreich. Könnten wir uns daran gewöhnen, dass so viele Rennen in Österreich stattfinden unbedingt, wie dieses Jahr? Unbedingt. Also das ist, wenn es irgendwas Positives an Corona gibt, dann ist es, dass die Skirennen, die irgendwo ausfallen, zu 90% bei uns landen, weil die Konzepte einfach hervorragend sind zur Umsetzung und eigentlich von Sölden weg vom Saisonstart immer geklappt haben, hervorragend. Es hat nie Fälle gegeben, nie Probleme. Saalbach ist sowieso ein absolutes Phänomen. Unsere Freunde da aus Salzburg, die immer, wenn der Hut brennt, sind sie da und springen ein und zaubern innerhalb von ein paar Tagen einen Weltcup aus dem Hut. Also das ist schon beeindruckend und zeigt auch, dass sie diese WM, die sie da bekommen haben in 2025, mehr als verdient haben. Ich wollte gerade sagen, 2025 steht ja die WM an, die werden sie auch perfekt aus dem Hut zaubern, da bin ich mir ganz sicher. Können sich die Läufer da jetzt schon ein bisschen darauf vorbereiten oder ist noch zu lang bis dahin, sich an die Piste zu gewöhnen? Unbedingt, also das werden sie nutzen. Also die Österreicher dürfen dort ab und zu auch trainieren. Haben natürlich ihren Heimvorteil, was ja auch keine Schande ist, sondern das ist halt so. Darf man ja auch nutzen. Haben ja die anderen Nationen auch bei ihnen zu Hause. Und natürlich werden die jetzt fahren, auch Saalbach noch entweder als eines der Highlights oder vielleicht das letzte Highlight der Karriere mitnehmen wollen. Und da wird man sich schon an diesem Wochenende sicher die Piste ganz besonders gut anschauen. Und ganz besonders schön wäre es, wenn bei einem Heimweltcup auch eine kleine Kristallkugel fixiert wird. Vincent Griechmeier, schafft das? Schon, also, oder? Da spricht jetzt wirklich rein gar nichts dagegen. Also der Wind ist im Super-G die absolute Nummer 1 in dieser Saison, hat es bei der WM bestätigt und hat dieses Super-G-Fahren, dieses instinktive Fahren ohne Training, nur mit Besichtigung, den Kurs einzuschätzen und zu bewältigen, das kann er derzeit wie kein anderer. Und er hat ja in Wahrheit in Saalbach die Chance und wenn nicht, dann noch nächste Woche beim Finale in Lenzerheide. Und ich bin mir sicher, einen von zwei Matchbällen wird er verwerten. Ganz sicher. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Am Freitag steht die Abfahrt an, am Samstag auch eine Abfahrt und am Sonntag dann der Super-G. Wir werden auf jeden Fall vom Fernseher sitzen. Danke, Alex, dass du heute wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Das war's für heute nämlich auch schon wieder von Steilhang. Hoffentlich bis bald. Und auch Sie, meine Damen und Herren, sind hoffentlich beim nächsten Mal hier bei Steilhang, dem Ski-Austria-Magazin, wieder mit dabei. Und wir beenden die Sendung heute mit einer Vorschau auf Saalbach hinter Glemm. Bis bald. Boom, 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 boom.